So, ich hoffe sehr, dass auch noch ein paar Ministerinnen und Minister sich zu uns begeben wollen. Die müssten jetzt alle schon hier in dem Gebäude drin sein und haben Vorbesprechungen. Wir haben sie eingeladen, dass sie 11:15 zu uns rauskommen sollen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jemand tun wird von Ihnen. Denn wir sind ja natürlich auch gespannt auf die Position unserer Agrarminister der Länder, auch gerade die Grünen und die SPD-geführten Länder, die könnten ja auch eine progressivere Position einnehmen als Frau Aigner und sie vielleicht noch ein bisschen unter Druck setzen heute. Darauf hoffen wir. Und ich würde jetzt gerne noch mal jemanden aus unserem Bündnis nach vorne bitten. Ist vielleicht Uli Jasper hier von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft? Uli Jasper von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Warum seid ihr heute hier? Ja, hallo. Wir sind hier, weil ihr auch hier seid, weil wir zusammen hier sind. Bauern und Verbraucherinnen und Verbraucher für eine gerechte, für eine ökologische Agrarpolitik, für eine Agrarpolitik, die vernünftige Anreize setzt und nicht das Geld auf einige wenige Betriebe, agrarindustriell ausgerichtete Betriebe lenkt. 30% aller Direktzahlungen, die die EU nach Deutschland gibt, landen auf weniger als 1,5% der Betriebe. Es ist eine klaffende Ungerechtigkeit. Es fördert eine Industrialisierung in der Landwirtschaft und hier muss sich was ändern. Die EU-Kommission hat Vorschläge vorgelegt, die zumindest in die richtige Richtung gehen. Es ist das Instrumentarium des Greenings vorgeschlagen, also die Direktzahlungen sollen nur noch fließen, wenn die Betriebe sich an Mindeststandards im ökologischen Bereich halten. Geld soll nur noch fließen, wenn eine Mindestfruchtfolge eingehalten wird, wenn Wiesen und Weiden nicht umgepflügt, sondern erhalten werden. Und Geld soll nur noch fließen, wenn jeder Betrieb sich daran hält, dass auf einer Mindestfläche seiner Ackerflächen die Natur wirklich zum Blühen kommt. Keine Stilllegung, sondern eine Nutzung, wo auch die Umwelt einen besonderen Nutzen davon haben soll. Also eine vielfältige Mischkultur, meinetwegen mit Leguminosen, Kleegras, der Verzicht auf Düngemittel, auf chemische Düngemittel, der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel auf diesen Flächen. Das schlägt die EU-Kommission vor mit dem Greening und die EU-Kommission schlägt weiter vor, dass die Zahlungen nicht unbegrenzt je Betrieb gezahlt werden sollen, sondern dass irgendwo Schluss sein muss, damit es gerechter verteilt wird, damit die bäuerliche Landwirtschaft in Europa blüht und nicht die Agrarindustrie. Ja, ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können und bin gespannt, ob sich ein Minister, eine Ministerin traut. Wir würden Sie sehr herzlich empfangen, aber noch ist niemand zu sehen. Astrid, ich gehe zurück nach Hamburg.